Glück auf und einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag, der Tag nach dem Hamburg-Spiel und ich habe ein kleines Déjà-vu-Erlebnis. Ich hätte euch gerne bessere Nachrichten verkauft, aber die hat Schalke leider nicht geliefert. 0:2 gegen Hamburg, darüber müssen wir sprechen bei diesem ersten regulären Schalke-Talk in diesem Jahr, bei diesem ersten Spieltags-Schalke-Talk. Mit mir heute im Studio glücklicherweise der unvergleichliche Andi Ernst, unser Schalke-Reporter. Glück auf, guten Morgen. Mein Name ist Matthias Heselmann. Auch unvergleichlich, aber auf eine andere Art, von der Watzgelsenkirchen. Und die 19:04 Minuten, die starten jetzt. Ja, Andi, 0:2 verloren gegen Hamburg. Ich glaube, da sind gestern einige Erwartungshaltungen krachend in sich zusammengefallen, oder? Es gibt, glaube ich, nicht wenige Schalker, die so doch die leise Hoffnung hatten, dass man vielleicht mit einem Sieg gegen Hamburg sowas schafft, so ein kleines oder ein großes Wunder schafft, wie vor 2 Jahren. Ich fand die Stimmung nach dem Abpfiff so ein bisschen seltsam. Also ich meine, dass sich bei einer Niederlage die Haupt- und Gegentribüne sehr schnell leeren, ist ja seit Jahren bekannt, hat ja auch mit der Parkplatzsituation zu tun, damit man schnell wegkommt. Aber auch in der Nordkurve waren die Seiten relativ schnell weg, aber nicht, weil alle gepfiffen haben oder so richtig enttäuscht waren, sondern weil, glaube ich, viele nicht so richtig wussten, wie sie mit dem Spiel umgehen sollen. Wenn du dich da mal in den sozialen Netzwerken umgehört hast oder ich habe mich auch mit Leuten unterhalten dann danach, nach dem Spiel, so auf dem Weg zum Auto oder auch im Foyer des Haupteingangs und so, dann war die Bewertung des Spiels bei den Fans nach meinem Empfinden etwas schlechter als meine oder als die von Trainer Karel Gerrards oder von den Spielern. Was ich damit meine ist, ich glaube schon, wie du das gerade richtig gesagt hast, dass der ein oder andere schon gedacht hat, Sieg gegen den HSV, dann sind es 8 Punkte bis auf den 3. Platz, weil die Vorbereitung war ja super, das haben wir ja auch transportiert, davon weiche ich jetzt auch nicht ab, die Vorbereitung war wirklich so gut, wie ich selten erlebt habe in so eine Wintervorbereitung. Und wenn man dann in der immer transportiert kriegt, die Vorbereitung war super und guck mal auf die Tabelle, das sagt dann keiner so richtig. Ne? Also die Spieler denken das vielleicht, aber die sagen ja nicht, komm, wir hauen jetzt den HSV weg und dann steigen wir wieder auf. Aber die Fans können ja auch alle die Tabelle lesen und wenn du dann 0:2 verlierst und weißt dann genau, das war's jetzt mit der Bundesliga-Rückkehr und das muss jetzt auch das ankommen. War's mit der Bundesliga-Rückkehr und vor das allen Dingen muss jetzt auch ankommen, ganz schnell hier oben, auch bei den Spielern, nicht insgeheim. Wir hauen jetzt von den 17 Gegnern in der Rückrunde 15 weg. Nein, es sind 3 Punkte auf den direkten Abstiegsplatz. Ich wollte gerade sagen, man muss einmal nach hinten gucken. Ne? Genau, das ist jetzt das, was erstmal zählt. Aber um zu dem Spiel zurückzukommen, du kannst, das habe ich auch schon mal gesagt, du kannst ein Heimspiel gegen den Hamburger SV verlieren. Das ist mit dir eine der 2, 3 am besten besetzten Mannschaften dieser zweiten Liga, die wahnsinnig eingespielt ist, die starke Prinzipien hat und die Schalke in der Hinrunde im Hinspiel bei diesem 3:5 komplett hergespielt hat mit 11, 12, 13 hundertprozentigen Torchancen. Und dafür, bei allen Mängeln, die wir gleich aufarbeiten werden, war das Spiel gestern, fand ich, über weite Strecken okay. Es war über weite Strecken okay, aber im unterm Strich stehen altes Klischee, ja, unterm Strich stehen 0 Tore, 2 Gegentore und wie die Gegentore gefallen sind, da müssen wir auf jeden Fall nochmal darüber reden. Ja, das war eklatant, was da in der Abwehr passiert ist. Ich will das noch begründen, weil was ich sage mit okay. Schalke hat Zahlen hingelegt, die den Hamburger Zahlen deutlich überlegen waren. Daran sieht man auch wieder, was Statistiken dann am Ende wert sind. Was bringt es, wenn du 26:8 Torschüsse und 11:4 Ecken und 23:7 Flanken hast? Nichts bringt es. Wenn am Anfang die Null steht, ne? Oder wie Karel Gerrards sagte, 2 goals down. Also, ne? Dann bist du halt, da hast du halt verloren. Dieses Spiel hat gezeigt, dass die Schalker einfach für die Top 6 dieser Liga zu schlecht sind. Dass dieser Kader, den wir im Sommer, auch wir, da nehme ich mich nicht aus, quasi bewertet haben mit, ja, mit dem Kader kann man direkt wieder aufsteigen und mit dem Schwung und mit dem Trainer. Aber jetzt zeigt sich und spätestens jetzt in diesem Spiel nach einer sehr guten Vorbereitung mit sehr wenig Verletzten, zeigt sich, nein, dieser Kader ist nicht gut genug für die Top 6. Mhm. Die Bilanz, die ich dann rausgesucht habe, ist gegen die Top 6 der Liga kein Sieg, 1 Unentschieden, 6 Niederlagen, 10:22 Tore. Gegen die hat Schalke keine Chance und das hat man, dann kommen wir auf die Gegentore, bei den Gegentoren auch gesehen, sobald eine Mannschaft zum Beispiel ganz schnelle Außenstürmer hat, es versteht, diese Stürmer einzusetzen, mit einer offensiven Spielidee kommt, wie der HSV das hat, dann ist Schalke einfach in der Abwehr überfordert. Schalke hat zwar nur 3 Chancen so richtig hergegeben, 300-prozentige, aber es waren halt 2 waren drin. Es waren halt 300-prozentige, ja. 2 waren drin. Und der dritte, den hat Kalas von der Linie gekratzt, sonst wäre der halt auch drin gewesen, dann wäre es ein 0-3 gewesen. Lass mal vorne anfangen. Schalke hat ja gar nicht so schlecht angefangen. Ne? Also die ersten 10 Minuten sahen die Zuschauer in der Arena und vor den Fernsehern ja ein S04.
den man sich so in der Hinrunde erhofft hatte. Ne? Also die sind mutig genau. nach vorne gegangen, ja, also die hatten ihre Chancen. Genau, die hatten eine Chance. Und zwar Tobias Mohr, der Flachschuss, den der Torwart rausgeholt hat. Es gab zwei Ecken, es gab zwei Freistöße aus Halbpositionen. Und Ovian hat zwar den einen oder anderen Freistoß an den ersten Pfosten, der dann rausgeköpft wurde, aber von den gefühlt 23, von den 23 Flanken, 11 Ecken und den 5-6 Freistößen, die Ovian reingeschlagen hat, kamen einige auch wirklich richtig, richtig gut. Genau, das war so ein bisschen der Ovian, den man genau, aus der Ovian, ne? Die ersten 10 Minuten. Und dann wurde es in der Offensive ein bisschen weniger, aber auch zwischen der 10. und 20. Minute hast du eine Schalker Mannschaft gesehen, wo du gesagt hast, ja, die kontrollieren das Spiel. 20 Minuten lang Schalke den HSV kontrolliert. Offensiv war es 10 Minuten gut, aber 20 Minuten war es echt okay. Und dann kommt ein kompletter defensiver Blackout. Genau, dann kommt ein defensiver Blackout. Ferrei steht völlig frei, sagt dann auch hinterher, ja, dann bin ich einfach durchgelaufen und irgendwie keiner war da, Dankeschön. Ne? Ich meine, der ist ja auch jetzt nicht so groß, ne? Und köpft dann auf einmal ein Tor. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Da stimmte einfach die Zuordnung überhaupt nicht. Ja, und dann stehst du wieder 0-1, laufst du im Rückstand hinterher und das war dann, hätte auch alles gut ausgehen können. Ovian, Freistoß an die Latte, so, das wäre dann 1-1 gewesen. Nach dem 0-2, Ovian an Pfosten, das wäre das 1-2 gewesen, da hättest du nochmal rankommen können und so, ne? Also, was ich damit sagen will, es ist ärgerlich, es tut weh zu sehen für die Fans, dass diese Mannschaft wirklich nicht gut genug ist für die Top 6, dass es eine Saison wird, die nicht in der Bundesliga enden wird, dass es eine Saison wird, in der der große FC Schalke wahrscheinlich zwischen Platz 8 und 12 landen wird. Aber ich finde, dieses Spiel hat auch gezeigt, dass man sich eigentlich keine Abstiegssorgen machen muss, weil wenn die Mannschaft so weiterspielt mit gegebenenfalls einigen taktischen Korrekturen und wenn die Abwehr auf Gegner trifft, die halt nicht so gut sind, und das ist halt auch ein was Marc Wilmots und André Hechelmann in die Sommerpause mitnehmen müssen, dass die Abwehr sich komplett verändern muss, ne, dass man dann ein komplett neues Konzept braucht, damit diese Mannschaft auch gegen die Top-6-Mannschaften mithalten kann. Na Moment, Sommerpause, ja. Transferfenster läuft meines bescheidenen Wissens ja. nach bis Ende Januar. Man könnte ja auch auf die Idee kommen zu sagen, wir legen da jetzt nochmal ein bisschen nach. Ja, könnte man, aber das ist, wird intern, also es kommt ja auch jemand, ne, Darko Chulinov, der Transfer ist fix, wir zeichnen am Sonntag auf. Wir zeichnen am Sonntag auf, meines Wissens nach soll heute wenigstens der erste Teil des Medizinchecks stattfinden. Wenn nicht heute, dann morgen früh, aber der Transfer ist durch. Es gibt Einigungen mit dem Spieler, mit dem abgebenden Verein FC Burnley. Das Darko Chulinov kommt die Saison, nur ist Darko Chulinov natürlich kein Innenverteidiger, wie wir alle wissen, sondern er ist Flügelstürmer. Lass uns den gleich nochmal kurz besprechen, aber lass uns erstmal über dem Thema aber das ist Neuzugang Abwehr bleiben, weil da brennt, glaube ich. Genau, hin, oder? Schalke hat aktuell einfach nicht so viel Geld und da gibt es natürlich intern diese richtigen Diskussionen. Wir haben an dieser Stelle schon häufig über die Wintertransferperiode gesprochen. Es ist eine schwierige Transferperiode, weil natürlich jeder abgebende Verein weiß, welche Vereine Not haben und dann natürlich die Preise ein bisschen nach oben gehen. Der zweite Punkt ist, dass die Spieler, die du von den Ersatzbänken holst, verletzungsanfälliger sind. Das haben wir vor einem Jahr bei Moritz Jens gesehen, weil wenn du Matchpraxis hast, dauerhafte, dann ist es eine andere Belastung, als wenn du quasi nur trainierst und ansonsten eh nur auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne. Und dann macht man als Spieler, der dann wirklich endlich wieder spielen kann, sich beweisen kann, manchmal ein bisschen zu viel, Verletzungsgefahr groß. Und gerade in der aktuellen Situation gucken sich die Schalker natürlich genau an, müssen wir wirklich jetzt im Winter was machen? Müssen wir wirklich was machen? Oder ist die Mannschaft gut genug, um 11., 12., 8., 9., 10., 11. zu werden? Und dann bewahren wir uns ein bisschen Geld für den Sommer auf und da machen wir so richtig Tabula Rasa. Das sind Diskussionen, die gerade intern laufen. Und das Credo ist, wir machen nicht, um etwas zu machen. Also Marc Wilmots und André Hechelmann müssen schon mit einem ziemlich guten Vorschlag um die Ecke kommen, mit einem sehr bezahlbaren Vorschlag. Und dann gehen die zum Vorstand, zu Christina Rühl-Hamers und Matthias Tillmann und sagen, hier, den Spieler wollen wir haben. Wir wollen jetzt Joshua Kimmich verpflichten. So, der kostet auch nur 0 Euro. Macht er das oder macht er das nicht? So, und dann wird halt diskutiert. Und wenn die dann sich dafür entschieden haben, dann gehen sie zum Aufsichtsrat. Und dann gehen sie zu Axel Hefer und Moritz Dörnemann und Juri Mölder, die im Sportausschuss sitzen. Was ich damit sagen will, mit dieser ausführlichen Erklärung, Transfers sind aktuell nicht so einfach, weil das Geld nicht da ist und weil über jeden einzelnen Vorschlag, über jedes einzelne Angebot ganz extrem nachgedacht wird. Naja, dein Optimismus in Sachen Nichtabstieg in allen Ehren. Trotzdem guckt man auf die Tabelle und stellt fest, es sind nur 3 Punkte. Es gibt auch schon andere Vereine, die dann auf einmal in einen solchen Strudel reingeraten sind. Ja. Ist es nicht fahrlässig, jetzt zu sagen, wir kommen da irgendwie durch und gucken im Sommer mal? Also jein, weil André Hechelmann und Marc Wilmots gucken ja.
Also die gucken sich ja um, die legen sich ja nicht auf die Fahrlaut und sagen, wir kriegen ja eh nichts genehmigt, so, sondern die gucken, sehen die Schwächen und viel hängt, denke ich mal, auch vom Spiel in Kaiserslautern ab, weil wenn du nämlich in Kaiserslautern auch noch verlierst am Freitagabend auf dem Betzenberg, dann rutschst du halt wirklich mal langsam runter und bis Richtung Abstiegsplatz und dann musst du halt mal sehen, wie es läuft. Noch haben sie halt für die Abwehr gesagt, wir haben, um jetzt konkret auf die Abwehr zu kommen, wir haben noch Alternativen. Fürs Tor haben wir eine super Alternative, sagen sie. Auch Marius Problem. Müller. Natürlich. Für die Innenverteidigung Kalasch und Kaminski hast du eine super Alternative mit Baumgartel. Baumgartel wird jetzt seine Chance bekommen in Kaiserslautern, weil Kaminski gelb gesperrt ist. Nach den Leistungen von gestern würde ich sagen, kein großer Verlust. Ganz genau. Also bei Kaminski finde ich auch, den sehe ich doch, der hat bisher jedes Spiel von Anfang bis Ende gemacht. Ja. Aber er ist halt nicht mehr so gut wie vor 2 Jahren. Und vor 2 Jahren war er auch schon langsam. Das haben wir schon gesagt. Ja, ja. Und wenn er hat viel mit Stellungsspiel mal wegmachen können. Und das passt jetzt auch bei ihm nicht mehr. Sodass Timo Baumgartel jetzt die riesengroße Chance hat, wieder reinzurücken. Oder Karel Gerhard stellt wieder auf sein 3-5-2 sein geliebtes System um. Das ist auch möglich, ne, weil immer noch dieses 4-4-2-System mit Raute ist nicht Karel Gerhards Lieblingssystem. Das ist das 3-5-2. Und jetzt hätte er mal wieder einen Grund, darauf umzustellen. Ja. Das kann auch sein. Aber du hast Kalasch. Kalasch hat noch wirklich den besten Eindruck gemacht, fand ich gestern. Ja. Also der ist schon echt gut. Den kannst du auch gebrauchen. Und dann daneben Baumgartel oder Kaminski. So war das ursprüngliche Denken. Nee, da hast du eigentlich keine Baustelle, zumal Matrici das auch spielen kann. Rechte Seite Brunner, von dem bin ich in dieser Saison wirklich enttäuscht, weil vor der Saison habe ich gesagt, Torhüter und Rechtsverteidiger ist keine Baustelle, weil Brunner ist eigentlich ein solider Bundesliga-Außenverteidiger und für die zweite Liga eigentlich echt eher High-Level. So. Aber Brunner hat schon in der Vorbereitung keinen guten Eindruck gemacht und jetzt auch. Also das war, der spielt einfach nicht gut und Backup von Brunner ist halt Matriciani. Das hat auch nicht funktioniert, darüber haben wir ganz oft hier an dieser Stelle geredet, sodass ich glaube, dass schon auf der Rechtsverteidigerposition sich Wilmots und Hechelmann noch umsehen und da könnte sich vielleicht dann auch noch was tun. Das will ich nach wie vor sagen. Linker Außenverteidiger, da hast du Mörken, der ist auch gut, der war gestern halt nicht dabei. Gesperrt. Und Ovian ist halt, hat seine defensiven Schwächen, das ist völlig klar, aber nach vorne sah das gestern schon von Ovian wirklich, wirklich gut aus. Wie passt jetzt Schulinov in dieses Puzzle rein? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin gespannt. Also Marc Wilmots hat gestern den Transfer nicht offiziell bestätigt. Er hat gesagt, natürlich sieht jeder, dass Tiefe und Schnelligkeit und 1-gegen-1-Dribbling so ein bisschen fehlen. Und das kann Darko Chulinov natürlich liefern. Ne? Also man kann zu diesem Transfer einige Pros und Kontras sehen. Auf der einen Seite natürlich liefert er einen Spielertyp, den Schalke so nicht hat, so einen Tempodribbler. Ne? Und er ist halt auch, obwohl er natürlich technisch schon im Dribbling was drauf hat, ist er auch so eine Art Kampfschwein. Ne? Diese Szene, wie er nach einer Grätsche des Gegners so da steht und so. Ja. Das hat kein Schalker vergessen. Und ist auch ein Transfer fürs Schalkerherz. Ne? Es also, ist ein Transfer alle erinnern fürs sich Schalkerherz. Noch an die Szene von der Aufstiegsfeier. Ganz genau. Der ist halt auch Schalker. Der hat nie aufgehört, Schalker zu sein in Burnley. Ne? Du musst das einfach mal gucken, als er auch seine schwere Krankheit hatte, die Sepsis. Ne? Oder egal, was er bei Instagram postet, wenn du 100 Kommentare drunter hast, dann sind gefühlt davon 99, Dako, wann kommst du zu Schalke zurück? Blau-Weiß. So, ne? Also er ist schon sehr beliebt, er hat sich sehr identifiziert mit dem Verein. Das ist, spricht natürlich dafür, dass du einen kriegst, der für die Aufgabe wirklich brennt. Auf der anderen Seite hat er natürlich sehr lange kein Pflichtspiel in einer Profimannschaft mehr gemacht, mit Ausnahme der nordmazedonischen Nationalmannschaft. Ein paar Mal eingewechselt worden. Was damit zu tun hat, dass er natürlich krank war mit seiner Sepsis, wo es wirklich, wo man wirklich sagen muss, Hut ab, dass er so schnell wieder rausgefunden hat und wieder Profifußball spielen kann. Das ist nach einer Sepsis, die auf der Intensivstation endete, nicht selbstverständlich. Aber er hat halt keine Spielpraxis. Und man muss abwarten, mit welcher Einstellung der Darko Chulinov kommt. Ich habe eigentlich da keine Sorgen, weil er eigentlich ein Typ ist, der über sowas, würde ich einschätzen, nicht so nachdenkt. Aber er kommt aus der Premier League zum Zweitliga 14. So, und da kann es natürlich doch sein, dass man dann irgendwie sagt, so, pass auf, ich spiele jetzt hier erstmal und sich ein bisschen abhebt. Da muss der Mannschaftsrat, Kapitän, Trainer, müssen dann genau aufpassen, ob sich Darko Chulinov in diese Richtung entwickelt hat oder nicht. Dafür habe ich auch sehr lange nicht mehr mit ihm zu tun gehabt. Aber das ist, glaube ich, kein unlösbares Problem. Glaubst du, er spielt am Freitag in Lautern? Kann ich noch nicht sagen, weil ich... Wenn ja, wo? Ja, ich kann ich nicht sagen, weil ich keinen... Also ich muss ihn erst im Training sehen. Okay. Ich muss ihn erst im Training sehen, um zu gucken, was hat er drauf, was hat er nicht drauf. Ich meine, er ist natürlich... damals vor 2 Jahren hat er alles Mögliche gespielt, da hat er genau auch gezeigt, dass er alles Mögliche nicht so richtig kann.
Ne, also ich weiß nicht, das vergisst man immer so ein bisschen. Ne? Gramozis hat ihn einmal auf der Linksverteidigerposition spielen lassen und das war ganz grauenvoll, das weiß ich noch. Das war Pokal München 60 auswärts, also ist er nach 20 Minuten ausgewechselt worden. In meiner Erinnerung war er auch, glaube ich, so die letzten Spiele vor dem Aufstieg gut. Und die ganze Hinrunde und den ersten Teil der Rückrunde, das war Mike Büskens, und da hat er halt 4-2-3-1 außen gespielt. Und das ist ein System, das Schalke jetzt nicht so hat, aber 4-2-3-1 außen ist, glaube ich, ganz gut geeignet. Oder wenn so ein 4-3-3 spielen würden, das wäre ganz gut geeignet. Jetzt in dem System bin ich mal sehr gespannt. Das wäre so eine Mittelfeld-Rautenposition außen, ist jetzt nicht so seine richtige Spezialdisziplin. Da wird Karel Gerrards aber noch ein bisschen dran rumdoktern, um Chulinov halt wirklich perfekt mit einbauen zu können. Mhm. Was haben wir gestern sonst noch erlebt auf Schalke? Die gab ja eine Menge noch drumherum. Ist ja meistens so bei so einem ersten Saisonspiel oder ersten Halbserienspiel. Bierpreise waren ein großes Thema. Die magische 5-Euro-Grenze ist gefallen. Genau. Die größte Kritik, die ich daran gehört habe, warum nicht glatt 5 Euro? Das wäre noch ein bisschen einfacher. Nee, aber die Bierpreise 50 Cent teurer. Ich fand, dass die Schalke damit echt, die Schalker-Fans gut umgegangen sind. Ich weiß nicht, hast du grobe, also hingen jetzt keine Plakate an der Geschäftsstelle, so, ne, sondern da war schon sehr viel Verständnis dafür, ne? Weil ich meine, wenn das Leben sonst teurer wird, dann halt das auch. Ah, 50 Cent ist eine Hausmarke, ne? 50 Cent ist natürlich eine Hausmarke. Ist natürlich, hat auch ein bisschen was, also das hat jetzt nicht ursächlich damit zu tun, aber die Catering-Rechte werden jetzt natürlich auch ein bisschen teurer, ne? Die werden, also das ist eine sehr komplizierte Berechnung für 3 Minuten, die wir noch haben. Aber wenn du dann halt berechnest, wie viel Einnahmen pro Spieltag hast du an Catering, dann hast du natürlich, wenn das Bier 50 Cent mehr kostet, hast du dann halt mehr und dann wird das irgendwie alles hochgerechnet. Und dann. Naja, so. Also vom Tafelsilber, Catering- und Marketingrechte reden wir später. Das waren jetzt vielleicht Hieroglyphen für euch da vor dem Bildschirm. Sind teurer geworden. Ich glaube, die Milchmädchenrechnung zu sagen, okay, ich zahle gerne 50 Euro, damit die Abwehr ein bisschen besser wird und damit sie ein bisschen mehr Geld in der Transferkasse haben. So wie damals die Bongartz-Mark, so ungefähr. Ansonsten gab es gestern noch Proteste, die man auch schon in den Bundesligaspielen gesehen hat, gegen den Investoreinstieg. Ist so ein bisschen low-key gelaufen gestern, oder? Genau, also das war eher so ein Protestchen, würde ich das jetzt mal sagen. Ne? Also die HSV-Fans haben das gemacht, was in der Bundesliga alle gemacht haben und in der zweiten Liga, ne? 12 Minuten geschwiegen, also der harte Ultrakern. Und nach dem Ablauf der 12 Minuten Sachen aufs Spielfeld geworfen, Protest. Die Schalke haben sich daran nicht beteiligt. Jetzt ist ja immer der Eindruck, der dann entsteht, die machen das, weil die beteiligen sich nur so leid daran. Natürlich war ein Plakat, Investorendeal stoppen, stand schon in der Nordkurve. Aber sie haben halt nicht geschwiegen, sie haben auch nichts auf den Platz geworfen. Aber das haben sie nicht gemacht, um das auch mal zu verdeutlichen, weil sie jetzt zufällig Axel Hefer und den halben Aufsichtsrat gut kennen, Schrägstrich stellen. Oder zumindest gute Kontakte haben, sondern weil sich die Ultras Gelsenkirchen an solchen bundesweiten Sammelaktionen, ich will nicht sagen nie, da bin ich mir nicht so sicher, aber zumindest ganz selten beteiligt haben, weil sie sich selber als autarke Fangruppe sehen. Und das hat jetzt nichts mit den Kontakten zur Vereinsführung zu tun. Genau, ein bisschen Beef gab es dann noch zwischen den Ultras und der Polizei. Das ist ja auch schon ein lange schwelender Streit, den wir jetzt auch nicht in dieser kurzen Zeit auflösen können. Da muss eigentlich ich die Moderation übernehmen, weil Polizei Gelsenkirchen, darum kümmert sich ja vor allen Dingen die Lokalredaktion Gelsenkirchen. Ihr habt ja sehr viel Kontakt. Ja. Ich kenne da jetzt nicht die Entscheider zum Beispiel und es ist ein lange schwelender Kontakt, der aber nicht nur in Gelsenkirchen so ist, dass sich Ultra-Fangruppen und die Polizeibehörde der jeweiligen Stadt nicht so richtig, dass die nicht so richtig oft einer Meinung sind, liegt halt in der Natur der Sache. So, und im Moment ist wieder so eine totale Eskalation da und es gab gestern keine Choreos, obwohl das geplant war und gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Wir werden darüber berichten. Reden können wir jetzt leider nicht. Nein, wir müssen nicht. Jetzt bleibt nur kurz irgendwie den Ausblick. Wir haben schon darüber gesprochen am Freitag, Kaiserslautern, also Betzenberg. Ja, ist natürlich ein richtig geiles Spiel. Ne? Freitagabend, Flutlicht, Betzenberg, ausverkauft. Trainer Dimitrios Gramozis, das geht unglaublich zur Sache am Freitagabend. Aber Kenan Karaman hat schon den wirklich Schlachtruf ausgerufen. Wir müssen gewinnen, weil ansonsten brennt halt der Baum, wenn es dann gegen Eintracht Braunschweig geht, eine Woche später. Genau. Aber das dann nächste Woche. Wir sind mal wieder am Ende, mal wieder sehr schnell am Ende. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder nach dem Kaiserslautern-Spiel. Dann mit einer Neuerung, kleinen Neuerung.
Ja. Ich versuche es mal so anzuteasern. Bleibt gespannt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert unseren Kanal bei YouTube, ganz einfach auf die kleine Glocke drücken. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bis demnächst. Glück auf. Glück auf.